Hey Leute, ich bin's, MacTaverick. Ja, wenn eure Außenjalousie auch klemmt, so wie meine hier, dann liegt es meistens daran, dass die Lamellen der Jalousie im Kasten oder außerhalb des Kastens verrutscht sind. Das Ganze schaue ich mir jetzt einmal an für euch und zeige euch, wie man das Problem lösen kann. So, ich schaue erstmal nach außen in dem Bereich und gucke, ob sich da schon irgendwas verschoben hat, ob da so eine Lamelle verrutscht ist. Die sind nämlich beweglich, mitunter können sie sich manchmal lösen und dann verrutschen und was blockieren. In dem Bereich ist aber hier draußen alles in Ordnung, das heißt, das Problem wird innen drin im Rouladenkasten liegen. Im ersten Schritt öffnet ihr dazu jetzt diese Jalousiekästen, dazu mit einem Schraubendreher vorsichtig hier in den Schlitz reingehen und das Ganze aufhebeln. Dann kann man das Ganze nach unten abziehen. Dann müsst ihr die Isolierung hier noch entnehmen. Ja, und hier ist bereits ein solcher Übeltäter hier. Man sieht das ganz klar, dass die Lamelle hier außer der Norm ist, dass die hier abweicht gegenüber den anderen. Und mit Glück kann man die jetzt mit dem Schraubendreher hier so ein wenig wieder in die Norm reinbiegen. In dem Fall hat es geklappt. Jetzt probiere ich mal aus, ob es funktioniert. Wenn das Ganze so nicht funktioniert, habe ich am Ende des Videos einen Tipp für euch. Ich habe nämlich auch mal ein Video gemacht, wie man diese Lamellen hier ausbaut und ausrichtet. Das könnt ihr euch dann, wie gesagt, am Ende anschauen. Da verlinke ich das, aber jetzt gucke ich mal, ob das hier die Lösung war. Jawohl, das sieht gut aus. Das war die Lösung für mein Problem. Diese verschobene Lamelle, das kann schon mal vorkommen durch Wind. Dadurch, dass man das Ganze vielleicht zu ruckartig runterlässt, hochmacht. Und dann ja, können so eine Lamellen mal beschädigen oder verrutschen. Ich hoffe, euch hat diese Anleitung gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Fabric.